Eine Sonnenbrille, die aussieht wie eine ganz normale Sonnenbrille, aber in Wahrheit eine Kamera, Mikrofon, Touchscreen-Display, Bluetooth-Headset und Sprachassistent eingebaut hat. Klingt ein bisschen wie aus einem James-Bond-Film der 60er Jahre, ist aber jetzt Realität. Und mal im Ernst, wenn du diese Brille siehst, wäre dir da aufgefallen, dass es sich um keine normale Sonnenbrille handelt? Ich hoffe nicht, denn es ist eine stinknormale Sonnenbrille. Aber das hier hingegen ist die Ray-Ban Stories. Und wenn man es weiß und wenn man drauf achtet, dann sieht man in der Tat, dass in beiden Ecken jeweils eine Kamera eingebaut ist. Das absolut normale Aussehen dieser Geheimagentenbrille hat einerseits den sehr coolen Effekt, dass sich die Leute, die man filmt, weiterhin ganz normal verhalten und man entsprechend wirklich coole Candid-Shots hinbekommt. Andererseits ist es halt potenziell ziemlich creepy. Und wenn schon in anderen Ländern die Datenschutzbehörden unruhig werden, kann ich mir vorstellen, dass es da gerade in Deutschland einiges an Diskussionen geben wird.